Hi, schön, dass du da bist. Ich bin Christina, ich bin Übungsleiterin beim Allgemeinen Hochschulsport der Justiz-Liebig-Universität in Gießen. Und wir machen jetzt so eine gute halbe Stunde was für unseren Rücken. Wir machen ein paar Kräftigungsübungen, ein paar Mobilisationsübungen, einfach das, was unserem Rücken gerade, wenn wir lange sitzen, gut tut. Du brauchst eigentlich nichts außer dich selbst und vielleicht eine Matte. Sorg dafür, dass du genug Platz um dich herum hast und dass der Boden nicht rutschig ist. Und ja, wenn du bereit bist und dich fit fühlst, dann würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an. Und zwar kannst du dich einfach wie ich ganz gemütlich auf die Matte setzen, kannst die Hände auf den Knien ablegen, den Rücken einmal ganz schön aufrichten und von hier aus schaust du dann einmal nach unten Richtung Boden und nach oben zur Decke. Schaust wieder nach unten und nach oben. Machst das einfach abwechselnd, ganz in deinem Tempo. Und dann schaust du noch einmal nach oben, einmal nach unten. Und dann nimmst du den Kopf einmal wieder zur Mitte und schaust einmal über die linke Schulter und dann über die rechte. Auch immer abwechselnd, nicht zu schnell das Ganze. Der Rücken bleibt ganz gerade dabei. Und das nächste Mal führst du das Kinn an der Brust entlang zur anderen Seite und pendelst denselben Weg zurück. Es sollte eine Dehnung in der Halsmuskulatur geben. Sehr schön, noch einmal jede Seite. Und danach nimmst du den Kopf einmal wieder zur Mitte. Und von hier aus kommen wir einmal in den Vierfüßlerstand. Ja, richte dich hier gut ein. Falls du Knieschmerzen hast, kannst du gerne was unter die Knie legen. Und ansonsten achte darauf, dass die Finger weit aufgespreizt sind, dass die Handgelenke unter den Schultergelenken sind. Die Knie sind hüftbreit ungefähr. Und von hier aus mobilisieren wir jetzt erstmal die Wirbelsäule. Und zwar atmen wir ein, kommen in ein geführtes Hohlkreuz, schieben die Schultern nach hinten, heben den Blick, atmen aus, machen den Rücken ganz rund, versuchen uns von der Matte wegzudrücken, atmen wieder ein, kommen ins Hohlkreuz, ausatmen, den Rücken ganz rund machen, den Bauchnabel einziehen, einatmen, ausatmen. Mach einfach ein paar Wiederholungen für dich selbst in deinem eigenen Atemtempo. Und dann drücken wir uns nochmal ganz weit von der Matte weg. Ganz viel Kraft in die Hände. Atmen nochmal ein und kommen einmal in den neutralen Vierfüßler. Von hier aus kannst du dich einmal zurücksetzen auf die Knie. Einmal noch kurz die Handgelenke kreisen, auslockern. Das, was du gerade brauchst, damit die gleich fit sind. Und von hier aus kommen wir wieder in den Vierfüßler. Du richtest dich ein. Und von hier aus hebst du dann einmal deine rechte Hand vom Boden ab, drehst dich nach oben auf, schaust der Hand hinterher und dann fädelst du den Arm unter dem anderen entlang und drehst dich wieder zur Seite auf, wieder unter dem Arm entlang fädeln, aufdrehen, nach unten.
Ein letztes Mal. Und dann streckst du den Arm nochmal ganz weit nach oben aus. Versuchst dich noch etwas weiter aufzudrehen. Und dann stellst du die Hand einmal wieder ab. Und wir wechseln direkt die Seite. Die linke Hand hebt einmal vom Boden ab. Streckt zur Decke. Und dann fädeln wir den Arm unter dem anderen entlang und drehen uns wieder auf. Schauen der Hand die ganze Zeit hinterher. Ein letztes Mal noch. Und dann halten wir nochmal oben an. Ziehen uns noch etwas weiter nach oben und dann setzen wir die Hand einmal wieder ab. Du kannst gerne nochmal in den Fersensitz kommen, nochmal die Hände ausschütteln, kreisen und von hier aus gehen wir wieder in den Vierfüßler. Jetzt hebst du einmal dein rechtes Bein an, genau, das ist gestreckt, die Zehenspitze ist angezogen, du hebst den linken Arm nach vorne, der Daumen zeigt zur Decke, der Rücken ist ganz gerade. Zieh dich hier nochmal ganz weit auseinander, spann den Bauch an. Achte darauf, dass die Hüfte nicht aufkippt, sondern geschlossen bleibt. Und von hier aus treffen sich Knie und Ellenbogen unter dem Bauch, machen den Rücken rund und strecken uns wieder in voller Länge aus. Knie und Ellbogen treffen sich wieder und wir strecken uns. Knie und Ellbogen treffen sich und wir strecken uns wieder aus. Ich mache so einfach noch 5 Wiederholungen in deinem eigenen Tempo. Und eine letzte Wiederholung. Bleiben nochmal in der Streckung. Ziehen die Zehenspitze nochmal an. Heben den Arm nochmal etwas nach oben. Und federn hier nochmal nach oben und unten. Sehr schön. Noch 5, 4, 3, 2. Eins und wir setzen Hand und Bein einmal ab und machen direkt weiter mit der anderen Seite. Heben das linke Bein einmal an, Zehenspitze ist angezogen, rechten Arm einmal nach vorne strecken. Hier erstmal einrichten in der Position, der Daumen zeigt zur Decke, der Bauch ist ganz fest. Ziehen uns hier nochmal ganz weit auseinander. Und auch hier treffen sich dann Knie und Ellenbogen unter dem Bauch und wir strecken uns wieder aus. Knie und Ellenbogen treffen sich wieder, machen den Rücken etwas runder hier und strecken uns wieder aus. Knie und Ellenbogen treffen sich und wieder ausstrecken. Noch 5 Wiederholungen in deinem eigenen Tempo. Eine letzte Wiederholung und dann halten wir noch mal in der Streckung an und heben noch mal alles ein bisschen an und federn hier mit dem Bein, mit dem Arm nach oben. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und Hand und Bein wieder zur Matte bringen. Du kannst dich gerne nochmal nach hinten setzen, dich kurz auslockern. Und dann hoffe ich, dass du ein bisschen warm geworden bist.
Dann geht es nämlich direkt weiter. Wir gehen ein bisschen weiter nach vorne auf der Matte. Und von hier aus stellst du die Füße einmal auf und hebst jetzt die Knie ganz leicht vom Boden an. Also die Knie berühren nicht mehr den Boden, der Rücken ist gerade, der Bauch ist ganz fest. Und wir halten hier einmal kurz die Spannung. Lass den Kopf nicht hängen, sondern halt den immer in Verlängerung der Wirbelsäule. Halten hier noch kurz. Atmen tief ein. Und beim Ausatmen die Knie nochmal zum Boden bringen. Nochmal in den Fersensitz kommen. Und dann fangen wir an. Und zwar heben wir die Knie wieder leicht vom Boden an, wie gerade auch. Und jetzt geht der rechte Fuß einmal nach hinten, der linke Fuß folgt, dass wir im Unterarm, in der Plank-Position, in der Liegestützposition sind. Und von hier geht der rechte Fuß wieder nach vorne, der linke folgt, dass wir wieder in der Vierfüßler-Position sind mit angehobenen Knien. Diesmal linken Fuß zuerst zurück, rechter Fuß folgt, linken Fuß nach vorne, rechter Fuß folgt, rechter Fuß nach hinten, links folgt, rechter Fuß nach vorne, links folgt, links nach hinten, rechts, links nach vorne, rechts nach vorne. Sehr gut. Einmal noch rechts nach hinten, links folgt, rechts nach vorne, links folgt, links nach hinten, rechts folgt und links nach vorne, rechts folgt. Komm von hier aus in die Plank-Position und legen von hier ganz langsam am Boden ab, entweder über die Knie oder vollständig, sodass du in Bauchlage kommst. Genau. Lass die Hände einmal kurz neben dich, neben den Kopf einmal kurz ablegen. Kurz nachspüren, was wir gemacht haben. Und von hier aus bringst du dann die Hände einmal nach vorne. Und dann heben wir jetzt einmal Arm und Bein an, dass wir, dass nur noch der Bauch auf den Boden drückt. Und von hier aus ziehen wir die Hände dann zu uns ran, heben den Oberkörper noch etwas an, ziehen die Arme wieder nach vorne, legen kurz ab, heben den Blick wieder an, ziehen die Hände zu uns, strecken uns wieder aus, legen wieder ab. Nochmal alles anheben, Hände zu uns ziehen, Arme wieder ausstrecken und ablegen. Dreimal noch, ganz in deinem Tempo. Ein letztes Mal. Und dann halten wir in der Streckung und federn nochmal nach oben mit Armen und Beinen. Geben ganz viel Intensität rein. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Halten, 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 halten. Und einmal ablegen. Du kannst die Hände einmal verschränken. Die Stirn darauf ablegen. Einmal kurz locker werden in den Schultern, im unteren Rücken. Den kannst du so ein bisschen bewegen. Und von hier aus bringen wir nochmal die Arme nach vorne. Und jetzt heben wir immer diagonal den linken Arm an und das rechte Bein. Alles andere bleibt auf der Matte. Wir legen wieder ab. Rechten Arm und linkes Bein heben. Immer abwechselnd.
sollte eine Spannung im unteren Rücken geben. Sehr gut. Und von hier aus hebst du nochmal alles an. Und dasselbe, was wir jetzt vorhin gemacht haben, machen wir jetzt, wenn alles angehoben ist. Heißt, linkes Bein und rechter Arm gehen mal so ein bisschen höher. Geh wieder tief. Rechtes Bein und linker Arm gehen ein bisschen höher. Wieder tief. Also auch noch diagonal. Halt die Spannung, noch einmal jede Seite, dein Blick bleibt auf den Boden gerichtet und wir heben nochmal alles an, halten, halten, halten und legen einmal ab und von hier darfst du dich einmal auf den Rücken legen und dann machen wir noch etwas Schönes mit dem Bauch und zwar nimmst du einmal dein rechtes Bein und deine rechte Hand. Und zwar legst du die rechte Hand einmal auf dem rechten Oberschenkel ab und die Hand drückt jetzt gegen das Bein und das Bein hält dagegen. Dass du hier eine Spannung aufbaust, deinen linken Arm streckst du nach oben aus und den linken Fuß, da ziehst du die Zehenspitze ran. Und von hier aus hebst du jetzt Arm und Bein, die treffen sich und gehen wieder Richtung Boden. Kurz vor dem Boden hältst du an und gehst wieder hoch. Achte hierbei darauf, dass du die Spannung auf der rechten Körperhälfte nicht verlierst. Die Hand drückt hier immer noch gegen das Bein. Und dann legst du einmal ab und hier aus stellst du einmal deinen linken Fuß auf und die linke Hand kommt gegen das Bein. Rechte Hand ausstrecken, rechte Zehenspitze anziehen und von hier aus hebst du auch wieder Arm und Bein an und Arm und Bein treffen sich. Dir nicht die Spannung auf der linken Seite, drück da weiterhin gegen. Und noch drei Wiederholungen. Noch zwei. Eine letzte. Und dann legst du einmal ab, nimmst die Hände über den Kopf, atmest tief in den Bauch ein und aus. Sehr schön. Von hier aus nimmst du dann, bleiben die Arme einmal über dem Kopf und du hebst jetzt alles an, was du anheben kannst. Der untere Rücken drückt weiterhin fest auf die Matte. Und zwar hebst du alles an, hältst hier und dann ziehst du einmal deine Hände zu den Füßen. Und streckst dich wieder in voller Länge aus, kommst wieder mit den Händen zu den Füßen und machst dich wieder lang. Der untere Rücken bleibt die ganze Zeit in der liegenden Position fest auf der Matte. Sehr gut. Noch drei Wiederholungen. Noch zwei. Eine letzte. Und du legst noch nicht ab, sondern bleibst noch mal oben, hältst, hältst, noch 5, 4, 3, 2, 1 und legst einmal ab. Atme
tief in den Bauch ein und aus. Sehr schön. Von hier stellst du einmal die Beine auf, sodass die Fingerspitzen fast die Fersen berühren. Und dann rollst du jetzt dein Becken Wirbel für Wirbel einmal nach oben und wir kommen in die Schulterbrücke. Schaust am besten Richtung Decke. Halten hier kurz. Solltest Spannung in der hinteren Oberschenkelmuskulatur im Po merken, aber auch im unteren Rücken. Und wir rollen Wirbel für Wirbel wieder nach unten. Und von da geht es direkt wieder nach oben. Und wieder nach unten. Wieder nach oben rollen. Nach unten. Noch zweimal nach oben rollen. Nach unten. Ein letztes Mal nach oben rollen. Hier halten wir einmal. Die Knie ziehen tendenziell eher zueinander. Die lässt du nicht nach außen fallen. Und von hier aus stabilisierst du dann vor allem dein linkes Bein und hebst das rechte einmal an. Kannst es ausstrecken Richtung Decke oder einfach angewinkelt lassen. Es muss auch nicht ganz gestreckt sein. Alles in Ordnung. Hier halten wir und federn. Noch 10, 9, 8, 7. Nochmal oben in der Streckung halten und von hier ganz langsam Wirbel für Wirbel nach unten rollen und dann ziehst du einmal dein rechtes Bein zu dir ran, das linke Bein kannst du ausgestreckt lassen, ziehst es Richtung rechte Schulter, dehnst dich hier einmal. Streckst du das rechte Bein einmal aus, ziehst das linke Knie zu dir ran, das linke Knie zieht Richtung linke Schulter und von hier aus nimmst du das rechte Knie nochmal dazu, machst dich zu einem kleinen Päckchen quasi und kreist nochmal über den unteren Rücken, erst in die eine Richtung, dann in die andere. Und dann streckst du beide Arme einmal zu den Seiten aus, winkelst die Knie nochmal an und jetzt fallen beide Knie einmal zur rechten Seite, dein Blick geht nach links. Du wirst ganz locker, kannst die Augen schließen. Atmest tief in die Seite ein und aus. Bei der nächsten Einatmung kommst du mit beiden Beinen nochmal zur Mitte. Und dann fallen die Beine einmal zur anderen Seite, dein Blick geht nach rechts. Auch hier wirst du ganz locker, entspannst dich. Beide Beine wieder zur Mitte, greifst einmal unter die Kniekehlen, rollst
über den unteren Rücken nach vorne und hinten, bis du ins Sitzen kommst. Und wenn du im Sitzen bist, dann hast du es geschafft. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Video auch dabei bist. Und ja, hab noch einen ganz schönen Tag. Ciao!